Ja, ich bin Tayo Awoshosi Onutor. Ich bin Teil der INI-ROMNIA und auch bei Romani Pen. Die INI-ROMNIA ist eine Initiative von Frauen, Sintitzer und Romnia, die sich zusammengeschlossen haben vor circa 10 Jahren, um gegen den spezifischen Rassismus gegen Sinti und Roma und andere Diskriminierungsformen aktiv zu arbeiten. Ja, ich bin hier bei Romani Pen e.V. Und bin Teil auch des Vorstandes gemeinsam mit Isidora Randjelovic und Dr. Jane Weiss. Wir sind hier gemeinsam auch mit der INI-ROMNIA, die ich eben erwähnt habe, als Initiative. Romani Pen e.V. ist eine feministische Organisation. Unser Fokus liegt darauf, den Blick und die Sichtbarkeit von Romnia und Sintizi und die Beiträge, die sie geliefert haben und liefern, nach außen zu tragen. Denn diese Beiträge, die sind immer sehr schwierig zu finden, obwohl wir heutzutage ganz einfach alle über das Internet ganz, ganz viele Informationen bekommen können innerhalb von Sekunden, ist es trotzdem heutzutage immer noch schwierig, wirklich gute, wertvolle Informationen über Sintize und Romnia zu bekommen, sei es über die Geschichte oder auch über die Gegenwart. Und das ist praktisch ein Teil auch unserer Arbeit, um diese Information, dieses Wissen, dieses wertvolle Wissen mit einem Blick praktisch mit einem feministischen Blick nach außen zu tragen. Ich persönlich bin praktisch hier aktiv, aber gleichzeitig auch im Kunstbereich. Ich bin auch auf der Bühne als Sängerin und ja, empfinde auch sozusagen meine Arbeit, wenn ich auf der Bühne bin und sozusagen nur singe, auch sozusagen als politisches Statement. Denn in unserer Gesellschaft existieren auch viele Bilder von Sintize und Romnia. Wenn der Begriff gehört wird, sind automatisch bestimmte Bilder da. Und ich denke einfach dadurch, dass ich Präsenz zeige auf der Bühne und eigentlich sozusagen nur meine Kunst nach außen tragen will, zu einem Publikum, das das öffentlich hören möchte, ist es auch schon für mich irgendwo ein Statement, auch als schwarze Frau und gleichzeitig als Sintitzer außen zu gehen, öffentlich zu sein, auf Deutsch zu singen, auf Englisch zu singen, auf Romanes zu singen und das sozusagen nach außen zu tragen. Und das ist für mich dann auch sozusagen schon automatisch ein Statement, auch wenn das nicht die Motivation war, im Musikbereich zu arbeiten. Ne? Musikerinnen arbeiten in der Regel als Musikerin, weil sie das gerne möchten und vielleicht glücklicherweise auch da das ganz gut machen. genau, so da, Punkt. Zum diesjährigen Frauenkampftag in 2020 freue ich mich so wie die letzten 5 Jahre davor auch schon ganz besonders auf den Romnia Power Month, auf den Monat, in dem wir praktisch einen Monat lang die Sichtbarkeit von Romnia und Sintizi nach außen tragen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, in Form von Podiumsgesprächen, in Form von Buchpräsentationen, in Form von Konzerten und dann natürlich unserer traditionellen Abschlussparty. Aber ganz besonders freue ich mich, dass wir auch mit Teil wieder der Demo sind, der Frauendemo zum Frauenkampftag und dass wir auch gemeinsam mit anderen Frauenorganisationen von Romnia uns weiter vernetzen und auch das nach außen tragen. Letztes Jahr in 2019 haben wir das erste Mal den Romnia Power Month bundesweit, also nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland organisieren können. Zusammen mit anderen tollen Organisationen in Karlsruhe, Aachen und Köln und Göttingen, Northeim bei Göttingen, um genau zu sein. Und dieses Jahr ist es uns tatsächlich über unsere Arbeit und Netzwerken gelungen, auch den Romnia Power Month europaweit auszuweiten. Es wird in Rumänien mit einer ganz tollen Frauenorganisation, E-Romnia, auch den Romnia Power Month zeitgleich geben und einige aus der Organisation werden auch hier zu einer Konferenz, die Teil des Romnia Power Month ist, auch kommen. Und darauf freue ich mich am meisten, dass wir eben gemeinsam mit den Frauen hier und gerade mit den Frauen of Color, die hier in Berlin sind oder dafür anreisen, den Frauenkampftag begehen, aber dass wir auch gleichzeitig aus unserer Community heraus praktisch mehr nach außen treten und mehr ja, wachsen gemeinsam.